So, es ist soweit. Heute das große Gewinnspiel ist übertrieben, aber das Gewinnspiel. Ich hatte erst überlegt, ob ich den Multilader heute noch zeige im Video. Mache ich aus dem Grund nicht, weil es ist draußen wieder frostig. Das heißt, es ist kalt. Es ist einfach nur kalt. Nee, wäre natürlich gut für das Video. Ich würde den Rasen nicht so kaputt fahren hier bei mir. Aber da bin ich ja eh am Überlegen, den komplett einmal umzupflügen. Wenn ich das mache, werde ich da auch mal ein Video drüber machen, wie sowas vonstatten geht. Aber ja, was soll ich sagen? Immer noch kein Multilader-Video. Werde ich da morgen oder übermorgen zu kommen? Lasst mich überlegen. Ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich es bis Samstag, bis nächsten Samstag vielleicht schaffen. Wir gucken mal. Lasst euch überraschen. Ansonsten wird das heute das Gewinnspiel-Video. Hier haben wir die Zettel. Also das Ganze läuft jetzt so ab. Ich habe hier Zettel gemacht mit Zahlen drauf. Und ich werde jetzt hier im Laufe des Videos die Zettel einmal durchgehen. Ganz wichtig, ne? Schreibt euch die Zahlen auf. Hackt die vielleicht gleich in den Taschenrechner, so als kleiner Tipp. Wartet einfach ab, bis das Video zu Ende ist, bis ich sage, das Video ist jetzt zu Ende oder das Rätselspiel ist jetzt zu Ende. Ich werde gleich einen Start-Countdown eingeben, ab wann das Spiel losgeht, und ich werde dann irgendwann im Video sagen, so, das Spiel ist beendet. Dann, das wird so ziemlich am Ende des Videos sein, das sei schon mal verraten. Dann heißt es für euch, alle Zahlen, die ich euch zeige, beziehungsweise dann auch genannt habe, zusammenrechnen, einfach zusammen addieren. Und unten im Kommentar, ganz wichtig, unter diesem Video, im Kommentar das Gesamtergebnis reinschreiben. Ganz wichtig, das Ergebnis muss richtig sein. Also nicht, wer zuerst reinschreibt, hat gewonnen, sondern das Ergebnis muss dazu auch passen. Das heißt, wer dann quasi zuerst das richtige Ergebnis hier in der Videobeschreibung, in den Videokommentaren reingeschrieben hat, der ist der Gewinner. Das heißt, deshalb habe ich gestern extra nochmal ein Vorankündigungsvideo gemacht, dass auch wirklich alle die gleichen Chancen haben und nochmal daran erinnert werden, wann das Video online geht. Ne? Ganz wichtig. Also, ich denke mal, so sonntags 11 Uhr ist jetzt eine gute Zeit, um sowas zu machen, auch wenn es kalt ist und ich in der Werkstatt sitze. Ihr seht das an meinem Atem. Aber das ist so eine Zeit, nicht? Da sind alle aus der Kirche wieder raus. Und ja, sollte jeder wach sein. Es geht tatsächlich um die Kettensäge. Ne? Ich zeige sie euch nochmal. Ich habe sie jetzt oft genug, glaube ich, gezeigt. Diese schöne kleine, geile Kettensäge mit Akku und Ladegerät. Makita-Akkus passen auch rein oder auch die nachgemachten Makita-Akkus passen hier auch rein. Ich glaube, läuft sogar ein bisschen besser als mit diesem, ja, ganz günstigen Akku. Wie gesagt, den werde ich euch zwar nochmal aufladen. Ich muss mal gucken, ja, vielleicht auch lieber nicht aufladen, ne, voller Akku. Aber ihr wisst Bescheid. Dann kriegt ihr diese wunderbare kleine Akkusäge, ne? Die ist nicht schlecht, relativ unbenutzt, einmal nur zum Test im Video vorgeführt. Die verlose ich dann eben halt heute an den Gewinner und geht dann auch gleich direkt am, ja, am Anfang der Woche auf die Reise, weil, wie gesagt, ich werde dann
heute nochmal gucken, wenn das Video raus ist, wer der Gewinner ist. Ich werde das nochmal Mittwoch dann bekannt geben. Ganz wichtig, genau, wir werden das so machen. Ich muss das jetzt leider mal eben kurz ändern. Wir werden bis Mittwoch warten, beziehungsweise ja, am Mittwoch werde ich dann nochmal ein Video rausbringen, wo dann quasi der Gewinner bekannt gegeben wird. Das heißt, wenn ich dann den Gewinner bekannt gegeben habe, der soll dann bitte mich am besten per WhatsApp anschreiben oder per E-Mail. Die Nummer werde ich gleich nochmal zeigen. Da gehe ich nochmal ran. Ne? Für alle, die jetzt nicht meine Handynummer haben, hier auf der Tafel steht es drauf, werde ich euch dann gleich nochmal zeigen. Ich kann auch einfach mal euch die Tafel hinhalten, dass ihr quasi dann auch schon gleich mal die Nummer habt. Ne? So, ich glaube, das sollte reichen. Da kann sich jetzt jeder die Handynummer von abschreiben. Genau, das wird dann also am Mittwoch bekannt gegeben. Ich denke mal, derjenige, der als erstes das richtige Ergebnis da reingeschrieben hat, der wird sich dann auch bei mir melden. Und ja, kriegt dann diese wunderbare Kettensäge. Also, ich hoffe, Spielregeln sind soweit klar. Ich werde jetzt mal so noch ein bisschen was erzählen, was im Moment so los ist, ein paar Fragen beantworten und zwischendurch werde ich dann von diesen, ich weiß gar nicht, wie viele Zettel es sind, immer mal wieder einen wegnehmen, euch das, ne, die Zahl sagen und zeigen. Und ja, ihr müsst euch halt das Video anschauen, ne, weil ich immer zwischendurch einfach wieder einen Zettel. Deshalb guckt euch dieses Video, ist meine Empfehlung, komplett an, ne? Und dann zum Schluss rechnen, 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 schnell das Ergebnis rein und der Erste ist dann halt der Gewinner. Und wir fangen an. So, wir fangen auch direkt mal mit der ersten Zahl an. Und zwar ist das die 8. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich habe das zwar mit einem extra mit einem Marker gemacht, ist aber relativ, glaube ich, schwierig zu sehen. Die Nummer 8. So, die schon mal aufgeschrieben auf euren Zettel. Der Zettel kommt hier auf den Boden. Die brauchen wir nicht mehr. Und dann fange ich mal an. Also, ich kriege im Moment auch die Fragen gestellt. Es ist ja jetzt Winterzeit. Du hast erzählt, du hast nicht viel zu tun. Was macht ein Gartenpfleger oder was auch immer ich bin im Winter? Klar, Winterdienst. Aber es ist zwar kalt, aber wir haben im Moment keine Einsätze. Also es liegt kein Schnee. Wir haben noch keinen Schnee großartig gehabt. Ja, eigentlich wartet man auf Schnee oder auf Glatteis oder so, ne? Dann kann man zum Beispiel Winterdienst machen. Dann kann man aber auch, ne? Es ist ja jetzt die Winterzeit, bis Ende Februar diese ganzen Rodungsarbeiten machen, ne? Also sprich, schon mal Hecken rausnehmen oder starke Rückschnitte, Bäume fällen, Bäume beschneiden, all sowas. Wenn es jetzt nicht gerade solche Minustemperaturen sind, also nur weil Winter ist, heißt es ja nicht, dass immer gleich Frost und Schnee liegt, sondern wenn das Wetter gut ist, kann man natürlich auch ganz normal kleine Pflasterarbeiten oder sowas nochmal nebenbei machen, ne? Oder mal eben, so wie wir es jetzt am Dienstag machen werden, auch mal eben schnell einen Zaun aufstellen an einem Tag. Hoffen, dass dann nicht die großen Minusgrade kommen. Und der Beton nicht richtig hart wird. So, nächste Zahl ist die 39. Ne? Die 39. So. Weiter geht's. Und ja, also man kann alles Mögliche machen, ne? Laub zusammensammeln und so. Das gehört zwar jetzt nicht zu meinen Lieblingsaufgaben, aber all sowas, ne? Hecken schneiden, warum nicht? Solange jetzt nicht solche
tiefen Minusgrade sind, ist das ja gar kein Problem. Also sowas machen wir eigentlich alles. Und ich hatte natürlich jetzt Zeit, hier die Werkstatt ein bisschen aufzuräumen, auszuräumen, zu entsorgen. Ja, hier meine kleine Ecke jetzt einzurichten. Dann haben wir ja noch die Halle. Da komme ich dann auch noch irgendwann zu in einem Video. Ganz offiziell sind wir erst komplett ab April in der Halle. Im Moment können wir die Hälfte der Halle schon mal nutzen. Und ja, wir haben jetzt so eine Einigung. Wir können da jetzt auch schon zum Teil den Rest von der Halle auch schon mal anfangen, so ein bisschen uns einzurichten, aufzuräumen, umzubauen. Und sowas macht man dann eben halt jetzt im Winter, ne? Dann will ich mir ja noch, ich habe ja noch ganz viele Pläne, ne? Diese ganzen Maschinen, die ich habe, diese ganzen Rüttelplatten, den Multilader, Schneidtisch, Kettensägen, Rasenmäher, Vertikutierer, Häcksler, all das will ich mal auflisten. Also gerade so diese ganzen mechanischen Maschinen will ich einmal alle auflisten. Mir so Mappen anlegen für jede Maschine, wo dann auch die ganze Bedienungsanleitung dann reinkommt. Das heißt, jede Maschine kriegt quasi so eine eigene Mappe, wo alles Wichtige über diese Maschinen drinne steht, was für Öle, was für Sprit und ne. Und dann werde ich so Wartungspläne, ne, Pflege- und Wartungspläne machen, die ich dann auch wirklich versuchen will einzuhalten. Im Sommer wird das echt eine schwierige Nummer werden, weil man einfach zu viel Arbeit hat, ne? Die nächste Nummer ist die 126. Ich hoffe, ihr könnt das sehen irgendwie. 126. Aber sowas wäre natürlich schon mal sinnvoll, ne? Weil ich merke das jetzt selber so das ganze Jahr über. Man guckt einfach gar nicht so, ist überhaupt noch Öl im Motor drinne, ne? Oder ist irgendwo was kaputt oder so, was man nicht mitkriegt, was dann so ein schleichender Schaden nachher wird oder sowas. Und deshalb will ich da so Wartungsbücher anlegen, und Pflegebücher ist eigentlich gang und gäbe in der Industrie, wo man dann so Intervalle hat, ne? So zum Beispiel vor Arbeitsbeginn muss das und das eben kurz gecheckt werden, oder nach Arbeitsende muss das und das sauber gemacht werden und wieder eingeölt werden. Oder quasi alle 4 Wochen muss das und das mal kontrolliert werden, oder alle 3 Monate und ne, in solchen Intervallen. Und das will ich dann auch irgendwie so machen, dass ich mir das selber dann quasi mit Datum reinschreibe, wann ich es gemacht habe, und das auch abhake und unterschreibe. Also quasi, ja, das ist eigentlich was man macht, wenn man Angestellte hat oder sowas, ne? Oder wenn es ein bisschen größer wird, alles oder so. Normal sollte man das ja selbst von sich aus regelmäßig machen, sowas zu kontrollieren. Aber ne, das ist, man muss es halt machen, ne? Und wenn man diese Bücher, die kommen dann hier vielleicht in die Werkstatt oder so, dass ich da auch immer ein Auge drauf habe und die immer wieder sehe. Und nicht irgendwo in irgendeinen Schrank verschwinden, sondern die müssen hier sein. Und dann muss ich das Ganze immer, wenn mal Zeit ist, einmal durchgehen, die Maschinen. Das ist immer doof, wenn man Maschinen hat, die irgendwie länger stehen, wo man dann sagt, ach ja, habe ich ja eh nicht benutzt oder so. Oder ach, an der Maschine ist ja eh alles in Ordnung. Und hakt das nur einfach ab oder sowas, ne? Also dieses Selbstkontrollieren, ne? Sich also, das geht dann auch um die Fahrzeuge, ne? Also der Sprinter, Amarok und so, dass ich dann sage, okay, ne, keine Ahnung, alle 4 Wochen wird das Öl und sowas kontrolliert, oder mal eben nach dem Öl gucken, Wasser gucken, Reifen gucken, weiß der Geier was, ne? Lichter alle mal eben durchprüfen, was man ja sowieso vor jedem Fahrtantritt machen muss. Irgendwas abfetten, ne? Die Hebebühne hat hinten so Fettnippel, der Häcksler hat so Fettnippel. Apropos, da muss ich mal eben schnell was holen. Und zwar
Ups. So, bin wieder da. Habe ich ja diese wunderbare Fettpresse gekauft. Aber ich habe festgestellt, da sind ja immer diese Standard-Fettnippel drauf, ne? Und die gehen sauschwer rauf. Also dieser hier, den kriege ich kaum drauf. Also der passt nicht immer bei jedem. Ansonsten finde ich die Fettpresse echt gut. Ich gucke mal, ob ich die euch auch verlinken kann. Aber, ups, ich habe jetzt noch ja so einen Schlauch nochmal dazu bestellt. Ne? Also so wie hier auch. Und der hat den Vorteil, der hat hier so einen kleinen Griff. Dann fährt er quasi oben raus, geht so ein bisschen auf. Ihr könnt den auf diesen Fettnippel stecken und einfach loslassen. Und müsst nicht dieses draufdrücken, runterziehen und so. Ne? Ich glaube, das, ja, weiß ich nicht. Ich werde das mal testen. Und ich werde euch den auch mal verlinken. Kostet jetzt nicht die Welt, aber ich glaube, das erleichtert einen einfach dieses, ne, gerade wenn ihr irgendwann immer wieder mal was abschmieren müsst oder so, ist das, glaube ich, tausendmal geiler als dieses mit Kraft immer draufstecken. Und ja, hoffe mir einfach dadurch, dass das einfach einfacher geht, ne? So, ich habe eine neue Zahl, und zwar die 1495. Ich sag's nochmal, 1495. Wie gesagt, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Ich guck mal, ob ich die auch finde, dann verlinke ich euch die auch. Weil ich habe festgestellt, ich habe jetzt ja zwei oder drei Fettpressen. Ja, und muss echt sagen, dass diese hier, ne, die könnt ihr mit einer Hand bedienen, so Fettnippel nachher draufdecken, und könnt ihr mit einer Hand bedienen. Ne? Diese Akku-Fettpressen sind echt mir eine Spur zu teuer. Ne? Also so viel muss ich dann doch nicht abfetten oder so. Da reicht mir das vollkommen. Ja, was mache ich denn sonst so im Winter? Ja, wenn wirklich absolut nichts ist, also Maschinen sind alle gepflegt, die Ketten sind alle geschärft, es ist arschig kalt draußen, sag ich mal, oder so, ja, dann bleibt man halt mal einfach mit dem Arsch zu Hause und kümmert sich dann eben halt so um Online-Sachen. So, das heißt, nach Aufträgen suchen. Ne? Jetzt zum Beispiel habe ich mir wieder neue Flyer drucken lassen. Sowas ist dann auch, was dann immer wieder kommt. Neue Flyer drucken lassen. Wir haben jetzt Januar. Ich denke mal, dass ich so Ende Februar nochmal Flyer verteilen werde. Hier bei mir in der Gegend. Einfach, ne, schon mal die Leute ins Gedächtnis zu rufen. Ah, okay, hier ist einer im Ort oder wie auch immer. Dass sie sich vielleicht den Flyer mal eben weglegen und so, ich sag mal, April, Anfang April, wenn das Wetter wieder gut ist oder so, oder vielleicht auch schon im März, vielleicht dadurch dann Aufträge kommen. Also sowas mache ich dann auch. Das heißt, man kann dann im Winter schon mal so ein bisschen, ja, Werbung machen, ne? Also nicht irgendwie in Vergessenheit geraten. Das ist immer ganz wichtig. Deshalb gucke ich da eben halt, ja, dass immer wieder so ein bisschen Werbung mal im Umlauf ist. Ob das jetzt einfach auf irgendeiner Online-Plattform ist oder wie auch immer. Werbung ist halt das A und O. Ne? Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Und ja, deshalb macht man das halt. Ne? So, wie viel haben wir denn hier noch? Oha. Noch zwei Stück. Das heißt, wir kommen dann wohl langsam zum Ende. Ich bin gerade am Überlegen. Nee, halt, wartet mal. Drei haben wir noch, wollte ich gerade sagen. Da war doch noch eine andere Zahl dabei. So. Was macht man dann? Dann überlegt man sich, ne? Was möchte ich jetzt in diesem Jahr machen, 2023? Will ich alles so belassen, wie es letztes Jahr oder die Jahre davor war? Oder will ich mich irgendwie noch erweitern? Andere Sachen noch anbieten oder sowas? Oder bleibe ich bei den Aufträgen oder bei diesen Arbeiten, die ich mache? Ich denke immer so,
sich ein bisschen erweitern ist nie verkehrt. Also mit erweitern meine ich entweder neue Sachen anbieten, die man vielleicht macht, aber auch so ein bisschen gucken, ne, kann ich mich irgendwie noch ein bisschen weiterbilden? Natürlich, weiterbilden kann man sich immer, ist auch ganz wichtig. Sowas kann man im Winter halt gut machen. Jetzt, dies Jahr, habe ich es leider verpasst. Ich wollte eigentlich noch einen Lehrgang machen, aber da ist anscheinend wieder nichts draus geworden. Deshalb, also für nächstes Jahr, denke ich mal, steht auf jeden Fall noch ein Lehrgang an. Erzähle ich euch dann, was ich damit meine und machen werde. Ja, und wir haben auch schon wieder eine neue Nummer, und zwar die 33. 33. Dann geht es natürlich auch darum, was brauche ich noch an Werkzeugen? Ne? Im Moment muss ich sagen, bin ich, denke ich mal, schon ganz gut ausgestattet. Also das hat ja auch echt ein Schweinegeld alles gekostet. Das darf man nicht vergessen. Ich habe jetzt letztens wieder das Thema gehabt, dieses Billigdumping oder so, ne? Dass Kunden sagen, wie viel Geld nehmen sie? Oh, das ist mir zu viel oder so. Und ich habe festgestellt, man muss halt dann mit den Kunden sprechen, ne? Das ist ganz wichtig. Nicht einfach sagen, oh ja, nee, wenn ich zu teuer bin, dann ja, dann tut's mir leid, ne? Dann muss ich halt wieder gehen. Aber man muss begründen, warum muss man diesen, ich sag mal, Stundenlohn oder Festpreis oder was auch immer oder Maschinenkosten oder so, warum kostet das so viel Geld? Ne? Ich will ja nicht sagen, dass es günstig ist. Aber wenn ich jetzt hier so im Umfeld gucke, liegt so ein Stundenlohn, ein normaler Stundenlohn, eigentlich so zwischen 40 und 65 Euro die Stunde. Jetzt werden einige von euch sagen, 65 Euro, das zahlt doch kein Kunde. Doch zahlen die. Wenn, das hat natürlich Voraussetzungen, das gehört irgendwie alles mit dazu, ne? Also, die Person muss passen, der Auftritt, ne, muss passen. Komme ich natürlich, keine Ahnung, mit einem Fahrrad bei einem Kunden an, einfach nur in einer Jeanshose und Badelatschen und sage, ich bin hier der tollste Macker. Das mag vielleicht sein, aber der erste Eindruck zählt ja, ne? Das heißt, komme ich oder erwarte ich irgendwie eine Gartenfirma und der kommt mit einem Fahrrad an und wie gesagt, Jeanshose, Badelatschen, Hawaii-Hemd. Das ist ja dann nicht das, was ich so als Kunde erwarte. Und dann, ne? Dann würde ich auch niemals irgendwie sagen, oh, der ist jetzt das Geld wert. Obwohl das ein sehr guter Gärtner sein könnte oder was auch immer. Das heißt, das zählt dazu. Erstmal ein seriöser Auftritt. Ne? Dass ich auch nicht immer seriös rüberkomme, das ist mir klar. Und man muss halt auch ein Verkäufer sein. Also man kann der tollste Gärtner sein und der beste Gärtner, der tollste Pflasterer, der tollste Zaunbauer. Aber wenn man sich selber nicht verkaufen kann, ne? Also wenn ich sage, ich habe eigentlich gar keine Lust, jetzt den Zaun aufzustellen, aber ja, wenn es dann sein muss, dann komme ich dann irgendwie irgendwann mal her und mache ihnen das oder so. Ne? Also es mag sicherlich Leute geben oder die dann stehen, so wenn der Kunde sagt, ja, was kostet das denn? Und dann steht man da und da, guckt so Hans in die Luft und sagt, oh, weiß nicht, so vielleicht irgendwie 500 Euro, ja, können auch 800, ich weiß das auch nicht so genau, ne? Muss ich dann mal gucken oder so. Also sich selber verkaufen, ne? Das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt. Das ist so die Erfahrung, die ich jetzt in den letzten, ich weiß gar nicht, 16, 17 Jahren gemacht habe, 16 Jahre sind es jetzt, dass man einfach irgendwie ein vernünftiges, seriöses Auftreten hat, sich gut verkaufen kann, zuverlässig ist. Das heißt, wenn ich schon beim, keine Ahnung, Besichtigungstag irgendwie anrufe und sage, ach, keine Ahnung, ich komme heute irgendwie später, ich schaffe das jetzt gerade nicht,
irgendwie vielleicht komme ich in 2, vielleicht auch erst in 3 Stunden, keine Ahnung, warten Sie auf mich oder so, ne? Das ist natürlich auch alles Käse. Also ich habe das ganz oft, dass dann die Kunden sagen, wenn ich dann komme zum Besichtigungstermin, dass sie sagen, Mensch, ist ja super, ne? Ich habe hier schon Firmen gehabt, die haben gesagt, die kommen vorbei und haben sich gar nicht gemeldet, nicht angerufen, musste ich hinterher telefonieren. Dann haben die gesagt, ja, oh, ich schaffe das heute nicht mehr, ich komme dann morgen oder so. Also das muss schon alles irgendwo passen, ne? Und dann auch gleich, zack, Flyer, Visitenkarte, das ist bei mir Standard. Ich nehme immer dann gleich einen Flyer, Visitenkarte, sag, moin, Kai Beirich, ne? Ich soll hier irgendwie, oder es geht irgendwie um Zaun aufbauen, hier schon mal was zum Lesen, ne? Was wir alles so machen, auch eine Karte. Gleich auch, zack, Werbung in die Hand drücken, dass sie das zu Hause liegen haben. Nicht, dass irgendwie 10 irgendwelche Gartenfirmen da war und die sagt, ach Mensch, wie hieß denn noch der eine? Ach, vergessen, ne? Der war eigentlich ganz nett und seriös und pünktlich und ach, kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Das heißt, bei mir auf dem Flyer ist auch ein Bild, ne, von mir. Das heißt, die können immer sagen, ach Mensch, aber jetzt habe ich hier 8 Flyer liegen oder so, ne? Aber welcher war denn noch der gute oder Visitenkarten? So, dann sagt man, oh Mensch, Mist, welcher war denn jetzt der gute und welcher war nicht so der gute, ne? Das heißt, ne, so ein Flyer, ein Bild mit euch drauf, die Punkte, was ihr macht, ne, oder eure Schwerpunkte, sowas alles. So, Zeit für eine neue Zahl. Das Video soll ja auch nicht zu lang werden. Ach Mann, ich habe auch schon so kalte Finger. So, was haben wir denn hier? Die 7. Nochmal, die Nummer 7. Also sowas machen, ne? Wenn wir irgendwo arbeiten, bei uns steht immer der Sprinter dann irgendwo natürlich mit der Werbung drauf und egal wer vorbeikommt, ne? Man hat da irgendwann nachher einen Blick für, ne? Wenn wir jetzt irgendwo so in Vorgärten arbeiten oder wie auch immer, man sieht schon die Leute, ne? Die gucken, wenn es jetzt die Nachbarn sind, die gucken dann immer schon so, ne, was macht ihr denn da oder so. Oder Leute, die vorbeigehen, wo ihr merkt, die gehen hier spazieren, die wohnen hier wohl irgendwie in der Gegend oder so. Und dann gucken sie sich das Auto so an. Habe ich schon diverse Aufträge durchgekriegt, ne? Man muss die Leute dann ansprechen so. Also ich mache das persönlich so, die kriegen von mir immer einen lustigen Spruch. Ne, wenn jetzt so ein Pärchen da vorbeigeht oder irgendwie jemand und guckt schon so auf den Sprinter so beim Vorbeigehen und man sieht, er liest sich das so ein bisschen durch, dann kriegt er von mir einen Spruch so, Mensch, Sie brauchen das nicht alles auswendig lernen, ich habe auch Flyer und Visitenkarten im Auto, gebe ich Ihnen gerne mit. Also ich kann nur euch das erzählen, was ich jetzt die letzten 16 Jahre so gemacht habe. Beziehungsweise nicht gleich am Anfang alles so gemacht, aber man lernt halt über die Zeit. Und das sind eben halt so meine Erfahrungen, die ich so die letzten 16 Jahre gemacht habe. Nicht zu steif rüberkommen. Klar, jeder Kunde ist anders. Der eine sagt vielleicht auch, ah nee, der Beirich, das ist so ein, der ist nicht so seriös, so, ne, guten Tag, Firma, ne, Kai Beirich. Ich soll Zaun aufstellen, ich habe hier ein Prospekt mitgebracht, so trocken, ne? Nur so vom Thema oder so. Weiß ich nicht. Ich habe halt gute Erfahrungen so gemacht und ich will mich ja auch nicht verstellen, ne? Sondern ganz normal seriös, aber auch irgendwie lustig und man muss halt auch vielleicht mal auch das Drumherum oder so, sich alles mal angucken und ja, also ich glaube, da machen viele, viele noch Fehler, ne? Also, die einfach zu nüchtern immer an irgendwelche oder schon auf die Uhr gucken und oh, ich muss auch wieder los oder so, ne? So 5 Minuten sind rum, mehr habe ich hier nicht für die Besichtigung, ne? Oder mehr Zeit kriegen sie nicht für eine Besichtigung, ne? So getaktet schon sind, so. Wollen Sie oder wollen Sie nicht? Keine Ahnung. Dann rufen Sie mich an oder nicht. Ist mir egal. Ich bin dann wieder weg oder sowas. Ne?
Zeit nehmen, auch mal eine halbe Stunde für eine Besichtigung Zeit nehmen. Das weiß ich nicht. Ist, glaube ich, auch das A und O. Warum es, ich sag mal, bei mir aus meiner Sicht tatsächlich irgendwie gut läuft. Weil ich sehe das, wenn ich tatsächlich vor Ort bin. Ich habe das schon ein paar Mal in den Videos erzählt. Ich habe eine sehr gute Quote, diese Aufträge zu kriegen, ne? Also ich sehe das ja. Wenn ich jetzt einfach nur auf, keine Ahnung, irgendeiner Plattform jemanden anschreibe und sage, ja, keine Ahnung, Sie suchen jemanden, der Rasen mäht. Wir sind eine kleine Gartenbaufirma oder wie auch immer und wir mähen auch Rasen oder machen Gartenpflege und wir würden Ihren Rasen mähen und so. Gerne kann ich mal zu einem Besichtigungstermin kommen oder Sie können mich gerne anrufen oder umgekehrt. Ich sag mal so, wenn die Leute natürlich schon gleich dann zurückschreiben, so, ja, hört sich gut an, was kostet das denn? So, die Leute haben leider kein Bild, außer das, was ihr schreibt. Ne? Ich bin da zwar schon ganz weit vorne, weil wenn ich dann zum Besichtigungstermin komme, dann sagen die Leute so, sie waren so mit der seriöseste. Wo ich dann denke, so, mein Gott, ich habe einen ganz normalen Text geschrieben, ne? Also nichts. Was ist denn da, ne, das Seriöseste dran gewesen? Und dann kriege ich zu hören, so von den Kunden meistens, ja, die meisten schreiben dann einfach nur irgendeinen Preis rein und nicht guten Tag, hallo, ich bin der und der, sondern die knallen einfach nur einen Preis rein und sagen, ich nehme 100 Euro dafür. Und mehr nicht. Kein Namen, keine Telefonnummer oder sowas. Und das ist schon echt gruselig, ne? Also wenn man sich da nicht irgendwie ein bisschen Mühe gibt. Und das ist gerade jetzt dann so in der Winterzeit. Gut, da ist dann halt auch keine Arbeit, aber man merkt das, sobald das Frühjahr losgeht, dann kommen die Anrufe nachher von ganz alleine, ne? Ich bin jetzt ein bisschen, ne, ich wollte euch eigentlich erzählen, was ich in der Winterzeit mache, aber es geht eben halt auch darum, dass man sich Gedanken mal macht im Winter, ne? So, warum lief das letzte Jahr vielleicht nicht so gut oder warum lief es so gut? Muss ich noch mehr verbessern? Muss ich das Level halten? Was brauche ich vielleicht noch an Gerätschaften, Werkzeuge, um die Arbeit irgendwie noch zu erleichtern, zu verbessern, schneller machen zu können? All sowas, nicht? Oder, ne, muss ich mal vielleicht drüber nachdenken, mir neue Flyer anfertigen zu lassen oder neue Visitenkarten? Nutzt diese Zeit, fahrt mal zu eurem Werbefritzen oder sucht euch einen, der vielleicht auch mal ein neues Logo erstellt. Ne? Wenn ihr jetzt sagt, oh, ich bin noch relativ neu, ich habe noch sowas alles gar nicht, noch kein Logo, noch keinen richtigen Firmennamen oder wie auch immer, dann fahrt mal zu so einem Werbetechniker hin oder diese Werbedruckshops oder so, wie die alle heißen, die machen das jeden Tag. Ne? Also wenn die sich nicht auskennen, wer dann? Ne? Lasst euch da mal ein bisschen beraten von so zwei, drei Läden oder so. Sucht euch da einen aus, mit dem ihr gut klarkommt, der vielleicht mit euch auch auf einer Wellenlänge ist oder quasi Sachen euch sagt, wo ihr sagt, oh ja, stimmt, ne, da hat er ja eigentlich recht. Und so habe ich das auch gemacht und bin jetzt ganz zufrieden mit meinem Werbetechniker. Das klappt wunderbar, ne? Und ja, sowas eben halt kann man alles im Winter machen, ne? Da habt ihr im Sommer keine Zeit für, ne? Im Sommer müsst ihr oder im Frühjahr, Sommer, Herbst, das ist auch eure Hauptzeit, wo ihr Geld machen müsst. Da könnt ihr euch nicht jetzt irgendwie zwei, drei Tage immer wieder da zu diesem Werbetechniker hin, und mit denen irgendwelche Logos oder Texte oder sowas überlegen, was in so einen Flyer soll oder so. In der Zeit muss Geld verdient werden, ne? Dass ihr dann in den Wintermonaten das so ein bisschen überbrücken könnt, weil die paar Aufträge, die ich jetzt im Winter mache, erstens ja, wie soll ich sagen, mache ich im Winter nichts, wenn es jetzt so minus 5 Grad wird oder sowas, ne? Oder noch mehr. Das muss ich nicht unbedingt haben, ne? So einen Baum wegmachen oder so ist die eine Sache oder eine Hecke mal eben abrasieren. Aber da knie ich mich nicht hin und versuche dann
den Sand erstmal klein zu kloppen, weil er gefroren ist, um dann irgendwo Platten zu legen im Winter oder sowas, ne? Also das ist, weiß ich nicht, das ist nicht meins. Und deshalb arbeite ich eben halt so, dass ich das im Winter eigentlich ziemlich relaxed angehen kann. Und eben halt, ja, solche Sachen wie jetzt hier aufräumen, Werkzeug rüberfahren in die Halle fertig machen, ne? Solche Geschichten. Das kann ich jetzt ganz entspannt machen. Und es gibt eben halt wirklich so viel, ne? Die ganzen Gerätschaften pflegen, der Wagen, der kann jetzt zum Beispiel, geht jetzt irgendwie bald in die Werkstatt. Der Sprinter, da muss die Bühne gemacht werden, da müssen, glaube ich, die Bremsen gemacht werden oder so. Der braucht eigentlich erst im Mai TÜV, aber werde ich jetzt alles schon machen lassen, weil im Mai habe ich keine Zeit dafür, dass ich den Wagen vielleicht irgendwie eine Woche jetzt in die Werkstatt gebe, damit die da durchschrauben können. Deshalb werde ich das jetzt irgendwie, muss ich gucken, vielleicht im Februar, März, ne, machen lassen. Dass ich den Wagen dann fertig Ende März oder so habe, Anfang April, wo es dann wieder losgeht, ne? Also überlegen, solche Sachen alles in die Wintermonate zu machen, ne? Oder vielleicht, wenn ihr einen Anhänger habt, irgendwelche Reparaturen oder Umbauten, solche Sachen alles irgendwie in die Wintermonate schieben, ne? Dass ihr dafür Zeit habt. Ja, ansonsten einfach Gedanken machen, was man so, ja, für Ziele hat, ne? Wenn der Winter vorbei ist. Was will ich machen? Ne? Was kann ich besser machen? Schon mal anfangen umzusetzen, ne? Werbung, dies, das, jenes, ne? Schon mal die ersten Kunden irgendwie so ein bisschen motivieren, dass man gleich das Jahr über vielleicht schon mal was planen kann, ne? So Planung machen. Die Kunden abklappern so, ne? Mensch, du wolltest doch, keine Ahnung, mal einen Zaun aufgestellt haben. Wenn, müssen wir die Hecke aber bis Ende Februar noch weghaben. Dann kann man sowas schon mal machen. All solche Geschichten. So, wir kommen langsam zum Ende. Ich werde jetzt noch mein Schlusswort machen und dann werde ich euch die letzte Zahl geben und dann, ja, wird spannend. Also, ich bin schon ganz neugierig. Ja, wer gewinnt? Wie viele ungefähr mitmachen? Ich werde, ihr habt ja gesehen, gestern nochmal extra ein Video hochgeladen. Wundert euch nicht, dass ich da genauso aussehe wie jetzt auch. Beziehungsweise, ja, ich habe das natürlich alles jetzt am Samstag schon gedreht. Damit ich das auch schon mal alles am Computer aufladen kann, schon mal auf YouTube vorbereitet hochladen kann, dass es dann Punkt Sonntag 11 Uhr dann veröffentlicht wird. Also heute, ja, morgen, ja, ist ein kleiner Zeitsprung. Ja, das soll es gewesen sein. Also ich mache eben halt dieses Video jetzt zum Beispiel so, was mache ich in den Wintermonaten, weil ihr mir die Fragen stellt, ne? Es sind in der Regel fast immer die gleichen Fragen. Meistens geht's entweder, ne, wie mache ich Werbung, wie komme ich an Kunden ran, oder es ist ganz oft so Fragen zu Werkzeugen, ne? Ob das der Vertikutierer ist, ob das die Gartenfräse ist, ob das die Häcksler sind oder so. Multilader waren jetzt auch ein paar Anfragen. Ne, wie bin ich damit zufrieden und so. Es ist ja eine teure Maschine. Gar keine Frage. Also was heißt teuer? Es ist viel Geld, ne? Also da machen wir uns nichts vor. Das sind schon ein paar Euros. Aber wie gesagt, ich habe das ja schon mal erwähnt, wenn ihr euren Körper damit entlasten könnt, das heißt, wenn die Maschine die Arbeit macht und nicht mehr ihr selber mit Muskelkraft, dann finde ich es nicht viel Geld. Ne? Wenn das vom Konto abgebucht wird, dann ja, ist das viel Geld. Gar keine Frage, aber einfach, um den Körper damit zu entlasten,
Ich glaube, das gleicht sich damit wieder aus. Die Maschine, wenn sie viel im Einsatz ist, wird sie auch sich selber wieder refinanzieren. Ne? Also das, was ihr dadurch durch Schnelligkeit mit der Maschine wieder wegmacht, wird sich natürlich dann wieder refinanzieren irgendwo. Aber letztendlich ist sowas immer einfach nur eine Arbeitserleichterung. Ne? Mieten gibt es hier leider sowas nicht. So eine Maschine bin ich ja auch nicht so der Freund von. Klar, jetzt im Moment so, wenn wir mal irgendwie einen Mini-Bagger brauchen oder so. Klar, sowas mietet man. Wenn es sehr gut laufen würde jetzt mit der Firma und so viel Geldüberschuss wäre, dann würde mich so ein Mini-Bagger schon auch noch interessieren. Und nochmal ein Dumper. Gut, der Sven, der hat ja jetzt einen Dumper. Wäre also nicht ganz so dringend. Aber mal gucken. Mal gucken, mal gucken. So, wir kommen zum Ende. Und zwar, jetzt wird spannend. Jetzt habe ich schon so auf dem Zettel hier rumgeknistert. Jetzt hat er schon alles Falten. Jetzt darf ich auch keine falsche Nummer sagen. Und zwar, die letzte Nummer ist die 2115. Ich sag's nochmal, 2115. So. Das war die letzte Nummer. Das Spiel ist hier jetzt zu Ende. Jetzt alles zusammenrechnen. Nochmal kontrollieren, ob das Ergebnis wirklich stimmt. Und dann ganz schnell rein in den Kommentar, das Ergebnis. Ne? Dann werde ich am Mittwoch quasi den Gewinner bekannt geben. Ne? Er kann sich gerne, wenn er sehr siegessicher ist, gerne mir auch schon eine WhatsApp schreiben. Aber ich werde das Ganze dann erstmal kontrollieren und am Mittwoch quasi dann den Gewinner bekannt geben. Ja, euch allen viel Glück. Ne? Möge der am schnellsten rechnen kann und am schnellsten das Ergebnis reinschreiben kann, gewinnen. Ich hoffe, ihr seid alle nicht böse, wenn ihr nicht gewonnen habt oder so. Aber ich kann euch versprechen, ich werde in Zukunft immer wieder mal jetzt solche Sachen machen. Jetzt nicht immer nach dem gleichen Prinzip. Vielleicht werde ich das nächste Mal auch mehr irgendwie so ein Rätselspiel von machen oder so. Dass es jetzt nicht darum geht, wer ist der Schnellste, sondern ne, wer kriegt das Rätsel gelöst. Ne? Schauen wir mal. Und dann, wie gesagt, werde ich mal gucken, wenn mal wieder irgendwas ist oder so. Oder ne, ich werde vielleicht mal auch irgendein Werkzeug bestellen, euch das nur mal vorführen, zeigen. Werde dann vielleicht auch selber merken, so ach, irgendwie ne, ist das irgendwie doch nichts für mich oder so. Dann geht sowas immer wieder in die Verlosung. Vielleicht wird es ja auch irgendwann mal sein, dass ich irgendwo aus irgendwelchen, vielleicht einen Werkzeugshop hier oder so, mal was zur Verfügung gestellt kriege, was ich euch vielleicht mal zeigen oder vorführen kann, das dann eventuell irgendwie behalten kann. Und das werde ich euch dann mit in die Verlosung geben oder sowas. Ne? Ich guck mal, da werde ich auf jeden Fall in Zukunft, soll dann auch mehr solche Aktionen kommen. Vielleicht machen wir auch mal irgendwie so eine Art Tombola, wo jeder dann, ja, das schwirrt mir gerade vor wie so eine Tombola. Ihr könnt dann oder müsst dann irgendwie einen gewissen Betrag irgendwie vielleicht zahlen auf irgendwie so ein YouTube-Konto hier oder sowas. Ich weiß noch gar nicht, ob das überhaupt so geht. Ich glaube, ja. Oder so eine Art Spende. Dann kriegt ihr von mir einfach irgendwie vielleicht eine Nummer. Diese ganzen Nummern kommen dann in einen Topf und da ziehe ich dann einfach dann irgendwie so eine Nummer draus und ja, dann werden vielleicht hier so Sachen verlost oder ich zieh dann mehrere Nummern oder so und dementsprechend ja, gibt's dann eben halt hier die Preise oder sowas. Mal gucken, also ich muss schauen, ne, dass ich dann auch ein paar Sachen kriege oder so und ja, sowas soll auf jeden Fall dann auch noch hier so ein bisschen mit reinfließen, ne?
Ich hoffe, ihr seid alle noch irgendwie dran und habt das Video noch nicht abgeschaltet, weil die letzte Nummer raus war. Wir gucken mal. Gut, ich beende das Video. Am Mittwoch, wie gesagt, wird das Ganze nochmal alles verkündet. Und dann geht das Paket auch auf die Reise. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie 10 WhatsApp-Nachrichten kriege und sich jeder jetzt als dieserjenige ausgibt. Im schlimmsten Fall müssen wir dann einfach nochmal ein Telefonat führen oder sowas. Aber ich hoffe, ihr seid alle so ehrlich, dass sich wirklich nur der Gewinner meldet, ne? Und nicht, dass ich 10 WhatsApp-Nachrichten kriege, wo dann drinne steht, ich bin der Gewinner oder sowas. Ich hoffe, so fair seid ihr alle. Wenn nicht, wie gesagt, sollte das vorkommen, dass da doch mich mehrere jetzt anschreiben, dann wird das Ganze über Telefonate stattfinden. Eventuell auch über einen kleinen Chat oder sowas, über so einen Live-Chat. Gut, in diesem Sinne, ich bin soweit durch. Ich hoffe, ihr hattet irgendwie Spaß, habt wieder ein bisschen was gelernt. Ich stehe jetzt hinter der Kamera und dann ist das Video jetzt hier auch gleich zu Ende. Bis denn!